Vor allen Dingen vorbeischieben. Und daher gesehen mit einem blauen Auge das Ganze. Ja, auf jeden Fall. Noch abgegangen. Silvia Fontana aus Italien. Die Heimat sieht sie freilich so oft nicht. Lebt und trainiert in den Vereinigten Staaten. La Bohème von Giacomo Puccini. Tja, das Publikum jubelt, um nicht zu sagen, es johlt. Sie ist total begeistert. Ein Aussetzer, ansonsten eine reife Leistung. Ja, ich muss sagen, Silvia Fontana hat sich enorm gesteigert in diesem Jahr. Schon bei den Europameisterschaften drehte sie in der Kür erheblich auf. Hatte nur das Pech, dass sie eben im Kurzprogramm etwas weiter zurück lag. Hier scheint es so, als wollte sie sich direkt von Anfang an eine optimale Ausgangsposition schaffen.
Und wenn sie so weiterläuft, dann ist ja sogar ein Platz unter den ersten 10 zuzutrauen. Klasse Leistung, wirklich. Ja. Sie hat in den letzten Jahren ohnehin sich enorm verbessert. Trotz allem ihre Sprungtechnik teilweise recht merkwürdig aussieht, aber es ist erlaubt, was funktioniert. Sie hat jetzt an Sprunghöhe etwas zugelegt und da funktioniert auch der dreifache Lutz jetzt recht sicher. Lebte früher eben in Italien, erst seit einigen Jahren ging sie in die Vereinigten Staaten und lebt und trainiert da jetzt das ganze Jahr. Und es hat sich ausgezahlt, keine Frage. Evelyn Kramer. Ja, da ist viel Luft drin, passt beim alles. Dreifachen Tulop. Viel Herz, viel Schmerz, oder eher viel Herz und wenig Schmerz an diesem Tag, das ist das Schöne bei Silvia Fontana. Die Italiener dürfen sich freuen, sie wird sich ganz bestimmt schon in der Qualifikation eine relativ bequeme Ausgangsposition gesichert haben. Und ich glaube, Sportler können das selber auch ganz gut beurteilen und einschätzen. Da gibt es noch kurze Tipps von der Trainerin, wen man alles grüßen soll. Also der Gruß an ihren Freund John Zimmerman, seines Zeichens Paarläufer, zusammen mit Kyoko Ina. Haben wir schon gesehen. Den werden wir heute noch sehen übrigens. Ja, da geht es rund heute Abend bei den Paaren. Ja, kommt heute noch dran, der Gute. Wenn er Ähnliches bringt wie seine Freundin, dann denke ich, sieht das gar nicht so schlecht aus. Wir haben die Wertung für Silvia Fontana. Ja, da. Ja, aber das ist klasse. Sie ist Vierte hinter Julia Soldatova vor Fumi Suguri. Alles in Ordnung, die Wertung, kein Problem. Die B-Note. Tolle Ausgangsposition für die Italienerin und Sie sehen, sie freut sich.